Moin und willkommen zu einer weiteren Call of Duty. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, welche Waffe ich spielen soll, weil es so ein bisschen eine Fernkampf-Map ist. Vielleicht sollten wir mal die M4 ausprobieren. Oh, wir haben so eine Schrotflinte dabei, weil ich wollte eigentlich die Schrotflinte ausprobieren. Das Ding ist nur. Oh, ja, okay. Ich hab zu viel Zeit gelassen. Das Problem. Ja, die Map ist jetzt nicht wirklich Schrotflinten geeignet, glaube ich, weil die sehr weitläufig ist. Mal gucken, ob wir ihn von der Seite pushen können. Man konnte ihm den Hintern wegschießen. Er hatte leider nur ein Teammate. Ja, passiert mir immer öfter, dass die Leute doch ein Teammate haben. Oh, konnte ich mich da revanchieren? Ich glaube ja. Der Geld, ja. Nur ein Freund. M4 fühlt sich gut an. Oh, M4 hat Plünderer. Nice. Unendlich Munition. Mehr oder weniger. Weiß ich, wie weit ich hier. Oh, sogar. Ey, what? Das will ich sehen. Okay, er hat mich doch relativ früh gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn noch viel früher gesehen. Wie konnte der so schnell reagieren? Er hat mich doch gut sehen können. Ja, unterschätzt man manchmal, ne? Wenn man den Blickwinkel anders hat, weiß man nicht so hundertprozentig, wie soll das funktionieren? I don't know. Oh, ich weiß nicht, ob das. Oh. Ja, ich reagiere auch nur noch, wenn er irgendwas um die Ecke kommt, einfach nur draufklicken. Man kann es halt auch keinen Fehler machen, das ist das Gute. Hardcore-Modus, stimmt. Ich habe früher eigentlich ganz gern Hardcore gespielt. Weiß nicht, ob es das gibt. Weiß nicht, ob es das überhaupt. Ob es überhaupt schon länger nicht mehr gibt. Weil ich habe zumindest keinen Hardcore-Spielen sehen. Früher mochte ich den Modus halt, wie gesagt, ganz gern, aber. Ist halt auch ewig, ja. What? Nein, nein, ich wollte nur noch rechts klicken. Ich war zu langsam, ich war zu langsam. Oh. Ich wusste, warum ich das so viele Leute sind. Ich weiß nicht genau, was X macht. Ich inhaliere da so ein bisschen Crack oder so. Können wir mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man schneller läuft, länger läuft, ob man mehr aushält. Bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall super. Ein beschissener Effekt auf der Kamera. Ey, wieso drücke ich nicht rechts? Ich denke mir, ja, spray ihn einfach weg. Reicht schon. Nein, tut's nicht. Ah, so dumm. Die M4 ist nett, aber wie gesagt, wenn du versuchst zu sprayen, ist sie, glaube ich, so ein bisschen scheiße. Aber es ist gut, muss man sich halt einfach nur dran gewöhnen. Wenn du nicht wie ein Idiot deine Waffe sprayst, dann geht's schon. Kommt er jetzt wer oder nicht? Ich verstehe es nicht. Okay, let's go. Ein komplettes Team ist hier. Okay, das heißt, uns kommen gleich irgendwelche Leute entgegen. Oh, let's go to sea. Sea is my best friend. Oh. Oh, shit, Alter. Übelstes Feuerwerk. Okay, was? Na, ich meine, so ein bisschen Zoning Nate, okay, kann ich schon verstehen. Kann ich nachvollziehen, kann man machen. Ich glaube, M4 will ich schon ein bisschen spielen. Die ist solide. Dann kannst du, glaube ich, halt extrem viel draus machen. Kannst du auch Fernkampf editieren. Kannst du, glaube ich, auch in den Nahkampf editieren. Ist halt, glaube ich, auch eine der wenigen Waffen, die funktionieren. Was wollte ich gerade sagen? In dem Waffen-Edit-Mode, in der Waffenkammer, wie heißt das auf Deutsch? Gunsmith? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Who knows? Oh, Alter, kommt mir nicht so ins Gesicht gelaufen, dann kriege ich immer gleich PTSD. Okay, zu langsam. Was ist denn das Gefühl, mir gleich irgendwas entgegenkommt? Wir haben jetzt nur B. Das ist eigentlich cool für uns. Jetzt weiß ich, warum die Musik anfängt zu spielen. Ich glaube, weil wir alle drei Ziele hatten. Dann fängt die Musik an zu spielen. Warum auch immer, aber. Nicht die Runde ist dann vorbei. Oh. Wow, kämpfst du da am Fenster? Okay, nee, hast du nicht. Das war einfach nur Timing. Fucking Timing. Aber wir sind gut dabei, ne? Oh, nicht meckern.
kontrollieren zwei Zielobjekte. Spielt ihr eigentlich selber Call of Duty oder lässt euch das völlig kalt? Und spielt ihr dann eher Warzone? Ich glaube, die meisten Leute spielen kein Multiplayer. Nicht. Aber Warzone ist halt noch nicht da. Warzone würde ich halt auch ganz gerne mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob ich da viel Spaß mit haben werde. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, einfach eine riesen Potato zu sein im Warzone, um mich so ein bisschen lächerlich zu machen, aber... ist dann halt, was es ist, ne? Ich weiß nicht, was ich mit der 3 machen soll. Achso, ist ein UAV. Fuck, Alter, zieh es weg. Alter, ich dachte erst, die Leiche bewegt sich da weg. Was war das denn? Ist da noch was drin? In C? Oh ja. Müssen wir von hinten pushen. Hört der hoffentlich nicht. Ich hoffe, der ist taub. Hier ist. Charlie wird gesichert. Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Bitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. No. Alter. Nein, kam die Nate von da? Ich war ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht, dachte, die kommt von hinten. Kann auch sein, dass er von da die Nate geworfen ist und dann rumgelaufen ist. Aber jetzt, wo man so ein bisschen Plan hat von den Maps, spielt sich auch irgendwie deutlich angenehmer. Am Anfang, den ersten Runden, war ich echt noch so ein bisschen orientierungslos. Jetzt ist es echt so ein bisschen... Ja, ich weiß ungefähr, was hier abgeht. Nicht hundertprozentig, aber schon deutlich besser. Ich höre irgendwas. Was ist mein Mate? Wo ist mein Mate? Let's go! Okay, wir wieder alles. Wir sind echt gut unterwegs. Kann man sich nicht beschweren mit dem Team. Oh! Leute, ich habe gerade einfach... Ab. Soll es nicht auch eine Call of Duty Serie geben? Oder Film? Oder sonst irgendwas? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das ist halt wirklich so viel Videospielkram, der wieder... Videospielkram, ja. Videospielkram, der verfilmt wird. Es wurde erst hier, wie heißt es? Oh, PlayStation-Spiel mit Nathan Drake. Uncharted. Habe ich noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob der gut ist. Der ist ja mit dem Spider-Man-Schauspieler, den ich eigentlich ganz gut fand. Und Spider-Man war der echt nett. Hat einen guten Job gemacht. Ich meine, mit Marvel und Superhelden ist ein Thema für sich, denke ich. Oh, scheiße, ich hab's verhemmt. Selber schuld. Ich finde, mittlerweile wird's halt einfach so ein bisschen... Ich meine, ich war vorher schon so ein bisschen ermüdet, was so Superheldenfilme angeht. Ich fand den Batman ganz gut, der so in letzter Zeit rausgekommen ist. Er war ein bisschen lang und ja, ein bisschen sehr dunkel und so, aber ja, im Großen und Ganzen habe ich ihn ganz gern geschaut und er hat mich echt gut unterhalten. Und ich finde, er hatte einen eigenständigen Flair. Was ich ganz nett finde. Oh, bitte. Wie lange dauert das jetzt? Okay, das dauert schon ein bisschen. Zielobjekt Alpha gesichert. Verbündete Drohne online. Sie rennen davon. Oh, was haben wir? Ein Tarnkappenbomber? Oh Gott. Ja, ich weiß nicht wohin. Ich pack's mal so. Ich hab absolut keine Ahnung. Das will ich mir mal angucken. Perimeter halten. Wir verlieren. Oh. Was für ein... Ah, ich dachte mir jetzt echt so, yay, cool. Und dann endet er die Runde. Was für ein... Wow. Holy shit. Dein Team ist auch weggeflogen. Oh Mann, es war so... Ich wollte einen Tarnkappenbomber sehen. Ja, schade drum. Ich hoffe... Es hat euren Tag ein bisschen erheitert, mir beim Zocken zuzugucken. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Call of Duty Modern Warfare Beta Multiplayer. Der geht ja noch ein bisschen. Ich glaube, es geht ja nur 4 Tage, aber es geht ja auch erst richtig los in einem Monat. Also
von heute aus. Alter, wie viel Level mache ich gerade mit der M4? Holy fucking shit. Wollen wir uns noch mal kurz die M4 angucken? Mit dem ganzen Zeug. Ja, die AK, die levelt irgendwie nicht, aber ich glaube, es liegt daran, dass es Beta ist. Aber jetzt, wenn ich die versuche zu editieren, ich habe ja schon mit der gerade ein bisschen gespielt, aber die geht nicht hoch vom Level. Wie gesagt, es liegt, glaube ich, daran, dass es Beta ist, ich weiß es nicht. Aber mit der kann ich nichts machen. Mit der M4 allerdings. Ich da jetzt auf R drücke, hier. Munition. Okay, man kann panzerbrechende Munition reinpacken. Das ist eigentlich eher uninteressant, oder? Größeres Magazin? Ja. Was hat das für Nachteile eigentlich? Ist das so geil? Ich frage mich halt, wie viel ZW-Geschwindigkeit da drauf geht. Eigentlich geht die... I don't know. Das ist halt immer so ein Vor- und Nachteil. Man muss es, glaube ich, einfach auch so ein bisschen ausprobieren. Der Laser... Ich meine, du siehst es halt besser und du kannst halt besser sprayen. Ich habe halt gemerkt, dass du sie eh nicht sprayen solltest, außer wenn du vielleicht andere Sachen drauf machst. Minus ZV-Geschwindigkeit ist für den Hintern. Okay, hier ist plus ZV-Geschwindigkeit. Was macht das denn? Ein leichterer Lauf. Okay. Bewegungstempo, was halt mehr Recoil. Okay. Was ist das hier? Kurzerer Lauf. Ein kurzer Lauf. Mehr Mobilität und Tempo. Wo ist jetzt der Unterschied? Ah, guck mal hier, da kannst du noch mehr aus der Hüfte sprayen. Dann könnte man mal ausprobieren. Ich habe jetzt den Laser dran plus das Ding. Das ist ein bisschen dumm, eine M4 darauf auszubauen, die aus der Hüfte zu sprayen, aber... Plus Rückstoß beim Feuern aus der Hüfte. Kein Schaft. Ich probiere es einfach mal im nächsten Game aus und dann werden wir sehen, ob das eine... gute Idee ist oder eine schlechte. Hier sieht man dann halt, in welche Richtung das geht, wenn man dieses... Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ob ich nur Stufen freischalten muss oder ob ich auch die M4 spielen muss, damit ich den Scheiß hier oben freischalte. Weil das ist halt gesperrt, weil ich nicht Stufe 12 bin. Ja, ich bin Stufe 11. Das hat irgendwie so einen richtigen Waffenbaum jetzt. Aber das funktioniert, glaube ich, bis jetzt nur für die M4. Ja, probieren wir gleich mal aus, ob wir die sprayen können. I don't know. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.